Gut. Ihr habt also den Brief bekommen, ja? Der Botenläufer hat euch erreicht, will ich In zumindest der hoffen. Tat. In der Ja. Tat. Gut. Aber wie gesagt, eine Brieftaube, die wir vor einigen Stunden oben abgefangen haben. Wir haben noch keine Nachricht geschickt. Wir hatten gerade darüber diskutiert, inwiefern wir jetzt antworten. Ob wir dem Reichsverräter die Wahrheit sagen oder ob wir dies nicht tun. Ob wir ihm von unserer misslichen Lage berichten. Es hört sich mich nicht so an, als ob er Nun, wüsste, was hier passiert ist. ich denke, wir können zumindest die Hälfte sagen, dass Galotta besiegt ist, die Festung gefallen, Garrett halb in Trümmern liegt und es keine Hilfe gibt. Dies könnte ihn dazu animieren, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Nun, dennoch müssen wir ihm sagen, dass wir ihm nicht zur Hilfe eilen können. Wir müssen vorsichtig sein, mit was wir diesen Brief unterschreiben. Nicht, dass er daraus, sagen wir mal, Informationen liest, die er nicht haben sollte. Unterschreiben nicht, wir siegeln einfach. Bin ich gut. Zumindest keine Lüge. Bezüglich der Reichsverwaltung müssen wir uns auch noch einmal überlegen, wie es jetzt weitergehen kann, wer erbberechtigt ist. Wahrscheinlich wird das natürlich Selindian übernehmen, aber mit seinen jungen Jahren wird er so oder so eine Reichsverwaltung brauchen. Er hatte Rohaya bisher ja auch noch. Emma war ja auch nur Kaiserin Mutter. Beziehungsweise Reichsregentin Mutter. Ich habe einige Leute in Richtung Elen Wiener geschickt, denn Hagrobald, Gundwin vom Großen Fluss und dergleichen mehr müssten ebenso als Reichsadlige mit ins Boot geholt werden. Schauen wir mal, was da passiert. Ebenso habe ich natürlich Briefe in Richtung Punin geschickt. Natürlich weitere Briefe in Richtung Hoarsreich, aber das wird zumindest nicht ausschlaggebend werden, wer jetzt die neue Reichsregierung stellt, aber trotzdem wird das Hoarsreich informiert. Schauen wir mal, was in Elen Wiener passiert. Was mit Weiden? Haben wir bereits eine Warnung nach Romulus geschickt? Eine Warnung nach Romulus. Haben wir nicht. Bisher noch nicht. Wir haben zumindest auf diesen Brief von Answin noch nicht reagiert. Sollte sich nicht Answin um Romulus kümmern? Es ist sein Reich. Er behauptet, er Aber könne ich nicht denke, er reingehen. wird genug beschäftigt sein. Offiziell gehört das Reich der Fürstin Irmegunde, sprich, Romulus muss sich selbst verteidigen. Aber da ich in die Reichsverteidigung natürlich involviert war, natürlich auch im Vorfeld, wir konnten natürlich nicht mit dem Fall in Werheim rechnen, aber wir haben damit gerechnet, dass der Feind zumindest nach Süden verschiebt. Und zwar von Treuforte aus am Ochsenwasser vorbei. Das war zumindest die Überlegung, die wir hatten, und auch darauf müssen wir gewappnet sein. Allerdings haben wir aus Perikum die Rondrianer abgezogen und Eiler von Schattengrund sollte in Romulus gastieren. Sind die Überreste der Flotte noch im Perikum? Überreste der Flotte. Ich meine, ich bin leicht über euch informiert worden, Karinor, aber ihr wisst so gut wie ich, dass Perikum keine Flotte hat. Nun, aber vielleicht Soldaten, Matrosen, jemand, der kämpfen kann noch. Wir können Perikum auch nicht unverteidigt lassen. Perikum hat sowas wie eine Admiralität, das mag richtig sein. Allerdings wurden mir schlimme Gerüchte zugetragen. Ich weiß nicht, ob sie euch bereits erreichten, aber uns wurde zumindest berichtet, dass es eine gewaltige Flutwelle gab. Also sind die Gerüchte wahr? Das weiß ich nicht. Gerüchteweise hörten wir dies auch, aber dass Nachrichten aus Perikum so schnell hier ankommen, wäre ungewöhnlich. Nun, wir wissen auch nicht, wann das passierte. Es sind Gerüchte. Werheim ist immerhin zwischen der Schlacht in den Wolken und dem Fall von, oder dem Untergang von Werheim lagen auch 4 Tage. Wenn das gleichzeitig koordiniert worden ist, vielleicht haben sie Xeran mit ins Boot geholt oder Palligan. Bin mir nicht ganz sicher, wer da den Splitter wie trägt, aber wenn Xeran eine Flutwelle nach Perikum geschickt hat, gleichzeitig mit den Zerstörungen von Werheim, dann kann dies rechtzeitig in Gareth eingetroffen sein. Dann hatten die Botenläufer zumindest Zeit. Wir stehen mit der Admiralität sowieso nicht auf gutem Fuß. Ich denke nicht, dass wir Hilfe aus Perikum erwarten können. Das stimmt, dennoch müssen wir irgendwo Hilfe für Romulus auftreiben. Wenn das Schwert der Schwerter in Romulus gastiert, werden sie in der Lage sein, ihre eigene Verteidigung zu organisieren. Dennoch müssen Sie darüber informiert werden, was im Norden geschieht und mit welchen Angriffen Sie rechnen können. Thema Norden. Was stand da noch in dem Brief? Route über Norden, Auswahl über Norden möglich, aber Route zu? Lest nochmal vor. Route zu W nicht nehmbar.
Wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann wollte er einen Ausfall von Norden ausbringen. Sprich, aus Richtung Auralert wollte er in Richtung Süden reiten. So habe ich das zumindest deuten wollen. Also, sprich, wenn sich das Heer dort aufgeteilt hat und ein Teil in Richtung von Badio gezogen ist, dann wird er diese sicherlich aufgehalten haben, wenn das der Fall gewesen ist. Nun gut. Romulus sollte informiert werden. Answin sollte informiert werden, dass er keine Hilfe erwarten kann. So weiteres ist der Patient wohl auf sich gestellt. Wir werden uns der Sache annehmen, sobald das Reich wieder regiert wird, hier unten Ordnung herrscht. Wir können nicht eine verwüstete Stadt verlassen, um uns um die nächste zu kümmern. Na, apropos verwüsteter Städte. Wir haben weitere Gerüchte bekommen. Und diese Gerüchte haben sich so weit verdichtet, dass wir sie wohl als wahr betrachten müssen. Reicht aus. Das wird eine sehr bittere Pille. Eine sehr bittere Pille. Was kann jetzt noch schlimmer werden? Fordert es nicht heraus, Rafim. Wirklich nicht. Afax ist in Oron gelandet und hat sich mit dem Jona verbündet. Sie reiten gemeinsam. Zusätzlich gab es einen Dämon im Thronsaal von Akosha. Das einzig Gute, was ich dieser Situation abgewinnen kann, ist, dass Hafax zumindest nicht in der Partien seine Finger im Spiel hat. Wir sollten... Spielt das eine Rolle? Wir sollten nichts überstürzen. Wenn er in Oron gelandet ist, haben wir erstmal noch Aranien als Puffer. Die kaufen uns bestimmt ein, zwei Wochen Zeit. Aranien als Puffer? Ich habe eben gesagt, dass zu 70% Wahrscheinlichkeit, also sehr sicher, das sind keine Gerüchte von der Straße. Das ist eine Eilmeldung eines Geweihten gewesen. Es gab einen Dämon im Thronsaal von Arkoscha. Und ich glaube nicht, dass Geweihte diese Nachricht absenden. Wie gesagt, wenn wir annehmen, dass Xeraan von Mendena aus mit dem Splitter Perikum vernichtet hat. Der schwarze Drache macht gemeinsame Sache mit Galotta. Wir wissen auch noch immer nichts über Weißtobrien, ob es so etwas wie Pereine Furten noch gibt. Banio wurde vielleicht nicht ganz vernichtet, weil zumindest laut dieser Botschaft ist Answin von Rabenmund siegreich gewesen. Aber gnaden uns die Götter, wenn jetzt, er deutet einmal auf diesen Brief, der im Original gerade vor ihm liegt, wenn jetzt die Gaia-Kinder in Richtung Südosten verschieben, nach Romulus, Eiler von Schattengrund fällt, die Fürstin Immergunde von Rabenmund und Hafax Anteportas mit Pferden und über Oron nach Aranien einreitet, dann geht jetzt gerade Aventurien unter. Nein! Nein! Ich weigere mich! So wie wir Galotta zurückgeschlagen haben, werden wir auch alle anderen zurückschlagen. Wieder und wieder sind Feinde auf Gare zumarschiert, auf alle zivilisierten Welten. Und dennoch sind wir hier, und die Götter sind immer noch mit uns. Und sie werden weiterhin mit uns sein. Wir haben nicht Galotta umgebracht, nur mal zu den nächsten Heptarchen des Boxron jagen zu lassen. Wenn der nächste Heptarch kommt, nun, dann werden wir auch ihn köpfen. Immerhin haben wir Leonardo. Und den Splitter. Diesen können wir aber nicht einsetzen. Halt dein Maul, Ludolf! Wir benutzen den Splitter nicht! Isaron, wo ist der Splitter? Im Pentagon-Tempel und dort bleibt er auch. Gut. Hast du ihn sicher verwahrt? So sicher, wie es ging. Die Sonnenlegion stellt seine Sicherheit nun sicher. Und Walner Yitzchok weiß am besten über die artefaktsichernden Mechanismen Bescheid. Walner Yitzchok ist ein schlauer Mann. Sagt Albrax, gibt es eine Möglichkeit, ein solches Artefakt zu vernichten? In den tiefsten Tiefen der Erde, in Angros Feuer? Wir können es versuchen, bei Angrosch. Xorlascher Schmieden brennen heiß.
Wir haben nicht die Zeit oder die Ressourcen, um den Splitter nach Xordash zu bringen. Nicht jetzt. Benutzen werden wir ihn auch nicht. Er bleibt, wo er sicher ist. Ich denke aber, wir sollten uns diese Option für die Zukunft offen halten, falls... Naja, falls die Gerüchte sich als wahr erweisen und weitere Feinde auf die Stadt marschieren, sollten wir den Splitter auf keinen Fall überlassen. Ich wage gar nicht zu fragen, aber... Gibt es noch irgendwas an Truppen, was wir zusammenziehen könnten? Vermutlich nicht, richtig. Rudolf, wie viele Überlebende sind aus Werheim eingetroffen? Verletzt? Vielleicht 500. Noch in der Lage zu kämpfen? 50? Oder noch weniger? Vielleicht. Wie sieht es aus? Ein Viertel von ihnen. Besser als ich dachte. Wie sieht es aus mit Truppen, die es nicht rechtzeitig nach Werheim geschafft haben? Durch schlechtes Wetter aufgehalten oder so? Von Vinhal, Albernia, weit entfernten Provinzen? Auf den Pony. In Andergast und Nostria haben wir wie immer nichts gehört. Natürlich nicht. Kann sein, dass wir vielleicht noch einige Torwaller mobilisieren können, aber kämpfen vor allem besser in ihrer Orte zu See. Bis sie dann über Land den langen Weg gemacht haben. Zu spät, das ist leider richtig. Wir könnten ja die Orks fragen. Was? Wir werden nicht die Orks fragen. Nein. Auch eher ein Spott, ein Hohn, ein Witz, ich weiß es nicht. Was ist mit der Almada? Die sollen sich endlich mit den verfluchten Novadis zusammenraufen und uns die Grenzwacht vorbeischicken. Das sind bestimmt auch nochmal 500 Mann, die man brauchen kann. Wollen wir sie vom Raschsturzwall runter, ja? Brauchen natürlich ein, zwei Wochen, bis sie hier sind, aber besser als nichts. Zum Aufbauen kann ich zumindest noch ein paar Zwerge holen. Ich meine, wir müssen jetzt auch Angbar wieder aufbauen. Und den Kosch. Ich habe schon gehört, dass die Bergfreiheit geschmolzen ist. Wegen dem schwarzen Drachen, aber... Wir können sicherlich noch einige Leute aus Xordash ranholen. Garrett wieder aufbauen. Das kriegen wir hin. Keine Sorge. Aber wirklich viele Krieger. Wirklich viele Krieger kann ich euch nicht mehr besorgen. Wir haben die Axt wiedergeholt, wir haben die Lanze wiedergeholt und auch unseren Ritterkönig haben wir zurück. Ich denke nicht, dass Danos noch einmal in der Lage ist, einen solchen Ritt zu unternehmen. Dennoch lebt er und wird sein Wissen weitergeben können, um eine neue Generation an Rittern zu unterrichten. Richtig. Zwischen Romulus oder kurz hinter Romulus, der Pericum. Eine wirklich. Gut, wir können natürlich nach Süden über Punin, über den Raschsturzwall, können wir sicherlich noch immer einige Nachrichten verschicken, aber bis die in der Landverein treffen, wird das vielleicht sogar Monate dauern. Fasar hat keine richtigen Truppen, ist keine richtige Stadt. Kuntium hat ein paar Söldnerheere, mehr wird Raschthul, die Novadis. Würde das Mittelreich horasische Truppen auf ihrem Grund dulden? Selbstverständlich. Wir hatten ja auch schon einige Horasier dann von Übergaret nach Werheim verschoben. Also, wenn ihr noch was offenbaren könnt, dann... Nun, ich könnte fragen. Dann fragt. Ist mir völlig egal, ob die aus Winsalt oder aus Kuslik kommen. Belhanka interessiert mich nicht. Hauptsache, sie haben schlagkräftiges Volk. Und sie verschieben. Sie könnten dann auch gleich die Albernia mitbringen. Wenn dort Truppen noch stehen. Ja. Das ist nicht ein unglaublicher Umweg? Gut, also Trolle schließen wir aus. Wie sieht's aus mit Goblins? Ich klammere mich hier gerade an jeden Strohhalm. Welche Goblins? Die paar, die es in der Partie noch gibt? Oder vielleicht die paar, die den Toberin nicht in den Mondenhang heimgefallen sind? Oder wollt ihr aus dem Bornland welche importieren? Im Bornland sollen viele Goblins sein. Goblins sind an ihrem eigenen Überleben interessiert an nichts sonst. Goblins sind eine Landplage. Und ihnen was so viel wie auch meine Waffe in einer Bootoffensive des Bornlandes. Das Bornland hat genug damit gelitten, weil Valusa die Porte zuzuhalten. Nun ja. Die Fort ist entlöst. Die Truppen wandern nach Süden? Das wissen wir doch nicht.
Wir wissen doch nicht, was von Yol'Gurmak aus in Richtung Norden aufgebrochen ist. Sämtliche Kontakte ins Bornland sind abgebrochen. Und wenn die wirklich über Valusa nach Festum verschieben, das Bornland kann auch nicht nach Norden evakuieren. Das ewige Eis, das schwarze Eis rückt unerbittlich weiter voran nach Süden. Ja, ihr wart doch mit den Festen Marble mehr. Pech haben sie die mittlerweile eh alle erfroren. Oder verhungert. Haben wir etwas von den Weiden gehört? Nein. Weiden kann auf sich selbst aufpassen. Aber vielleicht können wir einige Elfen aus den Salamanderstein bewegen. Überlege gerade, es gibt einige wilde Völker, die in den Trollzacken wohnen. Mehr Tier als Mensch, aber... Ich habe zumindest von den 7 Gezeichneten gelesen, dass sie sich mit Trollen unterhalten haben. Vielleicht können wir ja Trolle dazu bewegen, mit uns zu kämpfen. Wir sollten alles mobilisieren, was mobilisierbar ist. In alle Himmelsrichtungen die Nachricht schicken, dass Galotta gefallen ist und der nächste Feind vor der Tür steht. Feinde, Plural. Ich sag das jetzt nur ungern, aber wir wissen alle, dass es noch jemanden gibt, der noch Truppen hat. Vermutlich sogar relativ gut ausgebildet. Wenn ihr jetzt das Wort Rabenmund in den Mund nehmt. Wenn ihr mir einen anderen Mann vorschlagen könnt, der Truppen hat, in Schlagreichweite, bevor der Feind hier ist, dann nennt ihn mir bitte jetzt. Verdammt sollt ihr sein! Richtig. Ich meine, ich bin kein Mittelreicher, deswegen ist mir diese ganze Rabenmund-Geschichte sowas von egal. Aber er ist der einzige Mann, der noch Kavallerie, Bogenschützen, Infanterie hat, die schon koordiniert zusammengekämpft haben. Sie müssten auch relativ frisch sein, weil sie sich feige von der Schlacht bei BRM abgewendet haben. Aber wenn wir ihn jetzt hier hinholen und er merkt, dass wir unsere Kaiserin-Tochter verloren haben, wird er die Stadt an sich reißen und sich die Krone aufsetzen. Über ich frage euch nur, kalte Leiche. Ob wir eine bessere Alternative haben, weil mir keine einfällt. Wenn ihr etwas Besseres haben. Wären die Konsequenzen bitte. Dessen, wenn wir Rabenmund herholen. Und wir müssen ihn erst einmal dazu bringen, seine heimatliche Burg zu verlassen, angesichts der Tatsache, dass der Drache keine 100 Meilen weiter westlich sitzt. Wir beide wissen, dass wir Rabenmund sofort hier hätten, wenn wir sagen, die Kaiserin ist gefallen. So schnell könntet ihr nicht dahin reiten, wie der schon hier ist. Er hat deswegen recht. Sagen wir es ja nicht. Ja, richtig, aber sag mir eine bessere Option, wie wir die Stadt halten und nicht an irgendeinen Heptarchen verlieren. Fim hat vielleicht recht. Es würde uns genug Truppen verschaffen, um Rassasur eine Weile im Zaum zu halten. Er wird auch brauchen, bis er sein Heer aufgebaut hat. Aber sie müssten durch feindliches Gebiet, wenn sie sich wirklich nach Norden zurückgezogen haben. Sie sitzen in Burg Rabenmund, könnten sie weiter südlich zwischen Romulus und Wilhelm die Dergel überqueren. Ihr denkt gerade an den Jüngeren, oder? Ja, der Alte sitzt im Exil. Wo soll er sein? Irgendwo in Nordlanden. Ja, aber er hat keine Männer, von denen ich weiß. Der Jüngere hat Soldaten unter seinem Kommando, die er hierhin peitschen wird. Nach dem Rest, was ich gehört habe, weiß niemand, wo genau der Alte ist. Wir hatten ihn auf Rulad eingekerkert, aber naja, Borbarat und so. Ich weiß, wo er ist. Er war nie auf Rulad. Was? Wo ist er dann? Er sitzt in der Nähe von Lovangemexien. Dann sag mir, was der Mann uns bringt. Der irgendeine Art Soldatenkontingent, das er bereitstellen kann. Weil nur sein Name wird uns jetzt nichts mehr bringen. Wir brauchen die Truppen so schnell wie möglich hier vor Ort. Lovang ist auch nochmal ein ganzes Stück weg. Wenn ihr davon überzeugen könnt, dass er seinem Sohn zurückhält, die Krone an sich zu reißen. Aber das wird er niemals tun. Wir könnten ihn nun mit dem Versprechen, ihn aus dem Exil zu befreien, zur Pflicht rufen, Gare zu verteidigen. Nein, mal ganz im Ernst. Was nützt uns das? Er sitzt jetzt im Exil. Das heißt, er hat ja wohl auch keine großen Truppen, oder? Wir brauchen den Jüngeren ja nur, weil er Männer hat. Uns fehlt uns ja nicht an einem Kaiser, es fehlt uns an Soldaten. Und wenn er keine hat, hilft er uns nicht. Vergessen wir nicht, dass wir uns auch an einem Kaiser sitzen.
Wir würden jetzt sagen, dass Answin Garbet Hildewald von Rabemund, sprich der Ältere, ein Intrigant ist. Das ist er. Ohne Wenn und Aber. Aber er ist auch ein herausragender Diplomat. Er hat einen Anspruch auf den Thron. Vor allem, wer sagt uns nicht, dass er bereits im Sveltal und im Sveltland ein kleines Heer ausgehoben hat? Ich stelle mir gerade Answin vor, der ein Ork-Heer aussehnt. Vor allem weiß ich nicht, was in den letzten Jahren passiert ist. Wo Dexter Nimrod nicht mehr unter uns weilt, sondern ein Paligan, wo auch immer der jetzt steckt, KGA führt. Ja, euer Wer sagt uns, wie gut, die KGA noch funktioniert? Ja, aber euer Vorschlag funktioniert gar nicht. Das bringt doch nichts. Das bringt doch gar nichts, was ihr da vorschlagt. Wir wollen die Hoffnung haben, dass irgendein Mann im Exil ein Heer aufgestellt hat, das wir dann hierher bestellen, von dem wir nicht wissen, wie viel Mann es sind, von dem wir nicht wissen, wie trainiert das ist, von dem wir nicht wissen, ob diese Männer überhaupt zählen können. Und was schadet es sonst, wenn wir es versuchen? Ich zitiere einfach mal dich, Rafim. Kennst du jemand anderen? Wir müssen Answin nicht kontrollieren, wir müssen ihn nur entfesseln. Danach funktioniert er von alleine. Aber wenn er sich mit seinem Sohn dann zusammenstellt, haben wir endgültig keinen Einfluss mehr. Dann haben sie den Diplomaten, die Männer und den Anspruch. Wisst ihr, was wir dann noch haben? Gar nichts. Wollt ihr das Reich lieber brennen sehen? Ja, nein, deswegen will ich doch nur den Jüngeren hier hinholen. Der ist dumm wie ein Meter Feldweg. Wir holen uns den Jüngeren hier hin. Der Jüngere hat die Männer, dem Jüngeren schmieren wir den Honig ums Maul und irgendwann schieben wir seinen blöden Arsch wieder aus dieser Stadt raus. Und wenn es kurz gut läuft, verreckt er noch gegen die scheiß Dämonen. So, aber wenn sein beschissener Vater nämlich, oder sein Opa, oder wer auch immer dieser Hurensohn da ist, auch noch hier ist, weißt du, was dann passiert? Dann holen die sich schön ihre ganzen Verbündeten wieder her, mit seinen ganzen alten Kontakten, und wir haben hier nichts mehr an Einfluss. Nichts mehr. Wir müssen doch nicht denen so viel Macht geben wie möglich. Wir müssen nur das nehmen, was wir brauchen. Wir brauchen keinen Diplomaten. Wir brauchen einen Verrückten, dem wir geben, was er will, aber es ihm noch nicht direkt geben, sondern ihm sagen, wir würden ihn zum Kaiser krönen, wenn er jetzt natürlich die Feinde zurückschlagen würde. Dann geht er dahin, stirbt im besten Fall. Wenn er nicht stirbt, haben wir schon wen anders gekrönt. Answin der Jüngere mag ein Idiot sein. Nicht ganz so clever wie sein Vater und herrschsüchtig. Aber ohne ein wahres Versprechen, ohne ein Siegel oder eine Unterschrift wird er sich natürlich nichts von euch in den Arsch blasen lassen. Und ein solches werde ich ihm nicht geben. Ja, richtig, aber wenn seine Männer hier sind und der Feind kommt, sind sie hier. Er wird aber nur kommen, wenn wir ihm etwas anbieten. Wenn wir ihm sagen... Er schreit doch selbst nach Verstärkung, weil er es nicht gegen den schwarzen Drachen schafft. Ja, aber wenn wir Answin mitteilen, ob wir das mitteilen oder wer anders, wenn irgendwer, der Answin treu ist, ihm mitteilt, dass die Kaiserin und die Kaisertochter tot ist. Was hat er uns damals noch gesagt, warum er bei dieser Schlacht nicht anwesend sein muss? Er ist in der Schlacht bei Werheim nicht anwesend, weil noch jemand da sein muss, der den Thron erben kann. Es könnte ihn zumindest dazu motivieren, mitsamt seinen Männern Burg Rabenmund aufzugeben und zu uns zu kommen. Es gibt genauso Gerüchte, dass Selindian Hal vergiftet worden ist. Ja, aber sollen wir ihm die jetzt auch noch um die Ohren schmieren? Vollkommen egal. Wir müssen ihm das sagen, was er hören will. Wir müssen ihm das sagen, was alles wahr ist. Vielleicht werden wir ihn nur dazu bewegen, dass er gern Romulus marschiert und wir ihn dort treffen, um eine Verteidigung aufzubauen. Ja, wenn wir ihm Romulus als nächsten Sammelpunkt verkaufen. Und von Romulus aus können wir weiter vorgehen. Wir wissen dann wahrscheinlich, was mit Pericum passiert ist und eventuell können wir sogar die Arania unterstützen, wenn sie lang genug halten. Wenn wir ihm eine Mitteilung schicken, die aussagt, dass Gerüchte gibt, dass auch Selindian Hal Gift zum Opfer gefallen ist, und jetzt bald eine, wie heißt diese Zeremonie nochmal hier im Mittelreich, wo ihr euren Kaiser wählt, wenn ihr den anderen nicht mehr mögt? Eine Reichsversammlung. Dass wir eine Reichsversammlung ansetzen für den Fall, dass auch Selindian Hal gestorben ist. Und wenn er sich jetzt als großer Retter des Reiches darstellt, seine Reichswahl natürlich sehr viel wahrscheinlicher wird. Wir belügen ihn weder, noch versprechen wir ihm etwas, was wir nicht halten.
Wenn Selindian Hall lebt, gibt es keine Reichswahl, auf die er Einfluss nehmen kann. Wenn Selindian Hall nicht lebt, müssen wir eh eine Reichswahl abhalten. Wir müssen nicht mal lügen, wir müssen auch uns nur so kurz halten, wie er es getan hat in einer Vogelbotschaft. Er könnte sich selbst hineinreimen, was er lesen will. Bitterböse. Kaiserin Mutter, zukünftige Kaiserin, bei Wehrheim gefallen. Selindian Hall vermutlich vergiftet. Baldige Kaiserreichswahl im Anschlag. Bitten um Verstärkung bei Romulis. So. Und dann gucken wir, was er macht. Ich meine, wenn wir irgendwen anders hätten, gerne. Aber haben wir nicht. Das würde ihn nicht davon abhalten, einen Umsturz zu versuchen. Ich denke, so explizit müssen wir gar nicht sein. Wir müssen vielleicht nur eine Reichsversammlung in Aussicht stellen, bei der wichtige Ämter zu vergeben sind. Wir können einfach sagen, Galotta ist tot, Gareth liegt in Schutt. Er reimt sich selbst den Rest dazu. Viele wichtige Würdenträger gefallen. Neubesetzung notwendig. Nee, aber wir belügen ihn ja nicht, indem wir sagen, dass sowohl Rohaya als auch die Kaiserin Mutter gefallen sind. Und genau das will er hören. Dennoch, wenn der Brief abgefangen ist, wird, dann wollen wir nicht, dass die Feinde erfahren, dass Rohaya weg ist. Dann können wir es ja so benennen, dass nur er es versteht. Und wir können natürlich füchsische Wörter benutzen. Nein, wir haben uns mit ihm unterhalten. Eure Prognose, warum ihr nicht an der Schlacht teilnahm, trifft zu. Das sagt ihm sofort. Er hat nicht an der Schlacht teilgenommen, damit ein Erbe für den Thron übrig bleibt. Aber niemand anders kann daraus interpretieren, was wir meinen. Also möglich, aber äußerst unwahrscheinlich. Wir sagen ihm, sammeln in Romulis zur Reichsverteidigung und geben ihm das als Ziel. Vermutlich baldige Reichsversammlung. Und dann gucken wir, wie er reagiert. Wenn er nichts tut, sind wir am Arsch. Wenn er was tut, dann hoffen wir einfach, dass er verreckt dabei. So hart das jetzt klingt. Ich meine, wir haben ja auch sonst niemanden. Und wenn er seine Männer erstmal in die Reichsverteidigung stellt, hat er danach auch, wenn er davon erfährt, dass wir, sagen wir mal, etwas unlautere Motive ihm gegenüber haben, nicht mehr die Männer, um uns per Waffengewalt zwingen zu können. Was er momentan hätte. Wir sollten uns anstrengen, Selindian wieder herzuholen. Auf jeden Fall. Und auch am besten 10 Soldaten, die dort vor Ort sind. Aber ich kann so ein Schreiben nicht aufsetzen. Das müsst ihr tun. Wer auch immer hier den höchsten Einfluss hat. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Wir werden schon die richtigen Worte finden, denke ich. Wir sollten trotzdem herausfinden, was der Alte kann. Sicher, also... Wenn jetzt gesichert wäre, dass er Truppen hat, müssten wir die natürlich anfordern. Aus Palian, wenn man ihn braucht. Gibt es denn in der KG... Also so lange ist Bemrod doch noch gar nicht aus dem Geschäft. Es muss doch noch alte KGA-Berichte geben, was der Mann zumindest tut. Und zumindest was er plant zu tun. Ne? Vielleicht gibt alles es noch Kontakte. Wenn die Zentralregistratur nicht vernichtet wurde, kann man dort vielleicht nachsehen. Also vielleicht steht da nicht drin... was er momentan hat, aber was er vor 2 oder 3 Jahren geplant hat. Wir können Hansen fragen, der weiß solche Dinge für gewöhnlich. Es würde mich nicht wundern, wenn Nemrod sogar sowas notiert hat. Die Namen aller Agenten kennt nur Nemrod, beziehungsweise wenn Nemrod sie nicht verschlüsselt irgendwo aufgeschrieben hat in einer geheimen Schublade, dann kennt sie vielleicht Palligan, aber beide sind nicht hier. Es geht mir ja darum, nicht aktuelle Agenten zu finden. Es geht mir darum, alte Berichte zu lesen, um seine ehemaligen Pläne herauszufinden. Wo ist eigentlich Angenbruch? Angenbruch wird gesucht. Immer noch auf der Flucht. Keiner weiß, wo Angenbruch ist. Muss doch nur noch alte Berichte geben. Wir nehmen uns die Registratur vor. Mit Glück finden wir etwas. Pech. Pech. Nichts, aber dann haben wir auch nichts verloren. Außerdem sammeln wir gleich mal eins wie ein von der Brauerei auf. Vielleicht weiß denn das ein oder andere. Gut, und wir ziehen also die Almadana